Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, wo ich einen neuen Encounter suche. Synchrolog übrigens. Pokémon, einfach nur Pokémon. Was wurde... Hatten wir es nicht schon? Ne, kommt mir irgendwie bekannt vor. Sie hat Level 4. Scheiße. Was wurde aus der guten alten Zeit, wo man sich einfach mal hingesetzt hat? Und einfach mal eine Runde Pokémon gespielt hat. Pokémon. Ohne alles. Entschuldigung, da musste ich kurz niesen. Die gute alte Zeit, als man einfach mit Pokémon gespielt hat. So völlig normal. Man hat sich seinen Gameboy genommen und Pokémon gespielt. Was wurde aus dieser Zeit? Keine Ahnung, ich bin seitdem wahrscheinlich einfach verrückt geworden. Felino lebt eigentlich im Wasser. Manchmal kommt es jedoch an Land, um nach Nahrung zu suchen. An Land bedeckt es seinen Körper mit einem schleimigen Giftfilm. Das ist faszinierend, weil es kein Gift-Pokémon ist. Er gibt aber sowas. Ich meine, Moment, Fisch? Das ist doch kein Fisch. Das ist ein Molch oder sowas ähnliches. Das ist allerdings ziemlich gut. Ey, Moment mal, das ist noch ein Pokémon, was die erste Arena zerlegen kann. Stimmt, das ist sogar Wasserboden. Jetzt schon? Ich dachte eigentlich, es wäre sogar nur Wasser. Gegen Selbstzerstörung. Feuchtigkeit macht Finale immun? Ich meine, nicht verkehrt. Nehme ich gerne, aber hey. Und Wasserboden, eigentlich immer eine gute Typ-Kombi. Damit haben wir dann doch unseren Hydropia-Ersatz. Sonnenkern. Ja, ja, scheiße. Ich mache mich immer über Sonnenkern lustig, einfach wegen diesem... Wegen diesem Fun-Fact, hey, Sonnenkern ist das Pokémon mit den niedrigsten Werten. Wobei ich glaube, mittlerweile gibt es ja tatsächlich, also das war Stand 5. Gen, glaube ich noch. Ich weiß gar nicht, ob es in der 6. Gen schon, ich glaube, seit der 7. gibt es tatsächlich eins, was niedrigere Werte hat. Ich weiß es selbst nicht mehr genau. Was wollte ich gerade sagen? Achso, ja, aber ganz ehrlich, Sonnenkern hätte ich an sich sogar lieber gehabt hier als Encounter, weil Kukuna ist halt einfach mal ja irgendwie scheiße, ne? Hat keine Attacken. Ich darf übrigens gleich bei Smart auch nochmal zurückrennen zum Heilen. Weil ich AP brauche. Ich muss im Wald gegen den Fifien kämpfen, dann würde ich gerne mal Rollo benutzen. Naja, Fifien ist gut. Erstmal kommt hier, glaube ich, noch ein oder zwei Käfersammler. Und der nach dem Rüpel hat, glaube ich, einen Kader. Das wird auch witzig. Wobei, einen Kader hat einen Bodentyp. Ich könnte versuchen, Felino einzusetzen. Ich könnte es versuchen, die einmalig scheitern, weil... Naja. Irgendwie Level 4 unpraktisch. Ja, ja, habe ich nach diesem Part wieder was zu tun. Ich kann trainieren gehen. Toll. Macht ja so viel Spaß. Also, Training... Training ist also der Teil von Pokémon, der am wenigsten Spaß eigentlich macht. Wobei, auch das geht in dem Randomizer, weil man halt viele Encounter nochmal sieht, die man ja einfach sonst nicht bekommen hat. Du rennst ins Gras, hast dreimal Zickzacks und dann gehst du nochmal und hast 20 Mal Wumpel und denkst du so, oh, interessant, das war gerade noch nicht hier. Und dann denkst du dir, scheiß drauf, ist nur ein Käfer. Raubi. Das wäre auch kein schlechter Encounter gewesen, einfach weil Smetbo. Smetbo ist nice. Ja, machen wir vorher so weiter. Ach so, natürlich. Dieser unauffällige Grasfleck zum Beispiel. Beherbergt einen Trank. Das hier ist... War das ein Pokéball? Ja, das war ein Pokéball. Die nehme ich am Anfang sowieso gerne. Ist halt typisch. Am Anfang des Spiels hast du keine Kohle und später schwimmst du drin. Wobei auch das geht in Pokémon eigentlich, weil man einfach früher oder später anfängt, sich dann Top-Genese und noch ein Löcher zu kaufen, bis man keine Kohle mehr hat. Und mit irgendwann meine ich in der Pokéliga. Vorher gibt es ja, glaube ich, gar keine. Voltina macht gerade einen ganz stabilen Job damit, die Saftkons auseinanderzunehmen. Macholo darf sich weiterhin mit irgendwelchen Raupen prügeln. Was ist das eigentlich? Es ist ja witzig, dass die tatsächlich auf bestimmten Raupenarten basieren.
Die von Wompel kommt mir sogar sau bekannt vor. Aber ich komme nicht drauf, wie die heißen. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich nie wirklich mit Raupen auseinandergesetzt habe, aber... kenne ich sogar die Art. Nice, ohne Encounter. Gönnen wir uns hier noch ein Item. Und da kenne ich sogar noch eins. Mir kommt so vor, als wäre hier noch eins gewesen. Ich glaube, das denke ich aber jedes Mal und es ist gar nicht so. Was soll's? So, das dürfte jetzt auch der letzte Trainer hier sein. Da. Vor Vertania. Und war das denn mit Pikachu? Oder verwechsel ich das wieder mit irgendwas anderem? Ich bin gerade erster Gen. Kann ich natürlich super mit der zweiten verwechseln. Nee, er hat nur Oni. Okay. Kann man super mit der zweiten verwechseln, weil man da ja zufällig auch in diese Gebiete kommt. Und das, ich wollte nicht Deckel machen. Ich wollte eigentlich nochmal Schock machen. Hey, ein Wompel. Noch nie gesehen. Das ist was unglaublich Neues. Da muss man ja schon sagen, diese Käfersammler lassen sich immer was Neues einfallen, um einen doch wieder zu überraschen. So. Damit bin ich in Mamoria City angekommen und muss jetzt quasi 14 Minuten totschlagen, weil ich erstmal am Ende des Parts nochmal trainieren gehe. Das hier ist blöderweise immer noch Route 2, also die gleiche wie oberhalb von Vertania. Hier darf ich nichts fangen. Nicht gut. Muss ich mal gucken. Ich werde jetzt, also eigentlich würde ich jetzt am liebsten sofort den, die Arena machen. Weil ich halt, wie gesagt, ich kann hier einfach nichts anderes machen in Feuerrot. Der lässt mich nämlich, glaube ich, nicht raus. Nö, wäre ja auch zu einfach. Rocco ist auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Was wäre denn, wenn ich einfach nur ein Typ wäre, der hier eine Weltreise machen will und du mich jetzt zwingst, die Arena zu machen, hä? Du kleiner Penner, lass mich aus der Stadt raus. Die Grenzen sind offen, ich will hier weg. So, was haben wir da? Paraheiler. Auch gut. Ja, toll, Rocco. Ich kann mich jetzt Rocco nie stellen. Nicht auf dem Level. Damit habe ich übrigens nicht gerechnet. Ey, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also bei Feuerrot. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Bin ich? Ich war jetzt wieder vollkommen Brain AFK. Bin ich gerade von meinem Encounter im Wald weggerannt oder habe ich vorhin schon einen gehabt und es einfach nur vollkommen verpennt? Tatsache ist, ich habe jetzt definitiv keinen Encounter für den Wald, weil ich geflohen bin. Oder es besiegt. Habe ich da unten einen Encounter gehabt? Alter. Ja, das Raupi. Ich glaube, das Raupi war mein Encounter. Oder war es. Wow. Ja. Ja, mein Hirn ist offensichtlich einfach überfordert damit, einfach nur zwei Spiele gleichzeitig zu spielen. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd. Witzig wäre natürlich auch, wenn das Ninja Tong, genau, mich fällt echt der deutsche Name nicht ein. Shedinja ist es, glaube ich, im Englischen. Wenn das mein Encounter gewesen wäre. Lag hier nicht ein Item? Hab gehört, nichts Besseres. Wusste doch, hier liegt was. Wäre auch witzig, Ninja Tong als Encounter, weil. Ist theoretisch gar nicht mal so schlecht. Nur halt nicht für den ersten Orden. Für den zweiten wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Und ich glaube, den dritten? Was war der dritte Orden nochmal? Ach doch, war schon Elektro. Oh, können wir auch versuchen. Könnte gehen. Aber halt, ja. Für den Nuzlocke auch kein sehr gutes Pokémon, einfach mal. Egal. Das ist so einer der Gründe, warum ich einfach keine Pokémon kriege ins Markt. Teilweise ist es halt einfach Blödheit meinerseits. Ich bin jetzt, glaube ich, mindestens vor zwei Encountern geflohen, also... ne? Ist schon geschickt. Wobei man immer noch sagen muss, ich habe bei Smarag so viel bessere Pokémon eigentlich. das ist... ne, egal, das ist definitiv nicht. Aber dass es nicht ganz so schlimm ist. Ich meine, ich habe...
In Feuerrot habe ich immer noch zwei Pokémon, die ich benutzen kann. Und eins davon hat tierische Probleme mit Attacken. Ich muss echt überlegen, wie mache ich das eigentlich? Weil selbst wenn ich in... wie hieß denn die Stadt nochmal? Also selbst wenn ich... ich habe tatsächlich in Blüten... Nee, nicht Blütengut, das war ja die andere... Wenn ich in der Stadt mit dem Steinorden ankomme bei Smaragd... selbst das heißt ja nicht, dass ich da sofort kämpfen werde. In der Arena, weil ich erstmal das ganze Geplänkel vorher machen will. Also die ersten Orden... Der wird nicht bei beiden gleichzeitig passieren. Ich werde eher versuchen, vielleicht, dass ich ab dem zweiten Orden es gleichmäßig kriege, auch wenn ich nicht weiß, ob das funktionieren wird. Ich sehe auch vor allem gerade Wingull ist natürlich ziemlich nice, um Ultilam zu trainieren. Einfach weil, hey, Elektroattacken. Ich will jetzt einfach hier ein bisschen durchs Gras laufen und wahrscheinlich trainieren, weil was soll ich machen? Ich habe in Feuerrot nichts Besseres zu tun. Das ist echt scheiße. Ist ja auch gerade meine Fresse. Der ist nur Level 6. Das ist wenig. Ich hätte auch gerade Felino einsetzen können. Ich habe das hier sehr ungünstig getimt. Ich bräuchte jetzt eher schon so Pokémon auf dem Level, wo ich in die Arena gehen könnte. Wobei, ich könnte natürlich mal die Vortrainer schon machen. Level 9 oder Level 10. Ganz ehrlich, das mache ich. Ich gehe jetzt kurz bis Level 10 und versuche mich dann mal an dem ersten Trainer. War es einer oder zwei? Ich glaube, es war sogar nur einer, ne? Ah, guck mal, hier gibt es auch noch Farbigel. Wieso verfolgt mich Farbigel? Ist das für mich so scheiße, dass du es die ganze Zeit am Anfang finden musst? Ich hätte echt nicht gedacht, dass Farbigel so schwach ist. Wir gehen übrigens die AP aus. Mhm, da sind sie auch schon weg. Will ich? Komm, ich versuch's einmal. Wenn es zu viel Schaden ist, kann ich immer noch wieder rauswechseln, aber... Was geht eigentlich? Wollen wir doch mal gucken... Was soll ich machen? Ja doch, ich... Der erste Trainer, ich weiß nicht mehr genau, was der hat. Ich weiß, er hat einen Sandern, aber ich weiß nicht, ob er auch einen Kleinstein zum Beispiel hat. Ist doch ein bisschen viel Schaden für Felino eigentlich. Ah, Crit, okay. Ich will mal gucken, wie sich Farbigel in der Arena so schlägt. Ich meine, Sandan selbst kann, glaube ich, auch nichts außer Kratzer. Und wahrscheinlich Sandwirbel, vielleicht Einigler oder so. Das bringt jetzt auch nicht so viel. Du sollst das einsammeln. Das war wirklich nur ein Trainer. Okay. Ja, komm. Was soll ich sonst machen? Gib mir Kugelsaat. Kugelsaat. Moment mal. Kann Samurzel Kugelsaat lernen? Stopp mal. Ich habe ja die... Ich habe die Dinger ja randomized. Vollkommen vergessen. Aber Sternschauer. Ich sehe, der hat einen kleinen Stein. Sonnenmist. Und das ist schon Level 10. Kann Samurzel aber auch lernen, ganz ehrlich, Samurzel. Ich bin so gefickt. Farbigel schafft das Kleinstein definitiv nicht. Wie sieht's denn aus? 10, 16, okay, aber ich muss bei Kleinstein leider von einer Lehmschelle ausgehen. 15. Das hier, ich habe die Karte noch nicht. Ich glaube, das hier war tatsächlich die gleiche Route wie vor dem. Okay. Jetzt hier die Scheiß-Strats bei Feuerrot. nein. Was warst du das?
Nee, wo kriege ich nochmal die Kanne her? Weil an sich brauche ich sie eh nicht. Ich will jetzt erstmal das Kleinstein hier ein bisschen mit Heuler zuspammen, weil... Naja. Ich habe mich vielleicht etwas übernommen. Blöd auch, dass ich jetzt tierisch vorsichtig sein muss bei Smaragd, weil ich habe drei Heil-Items und ich sehe es kommen, dass ich die für Feuerrot hier brauche, für diesen einen Kampf. So, hier oben gibt es wie viele Items? 2, 3. Ich merke, das läuft überhaupt nicht gut, weil er einfach mal die ganze Zeit jetzt Einigle einsetzt. Das bringt es natürlich unglaublich. Ich mache keinen Schaden, er macht keinen Schaden. Geil. Die gute Nachricht ist... Ah, endlich paralysiert. Darauf habe ich auch noch gewartet. So. Jetzt werde ich mit seinem Wurzel kämpfen müssen. Oder nochmal zurück nach Blütenburg rennen, wo ich irgendwie keine Lust drauf habe. Wie viele Heuler bin ich überhaupt? Okay, er ist bei minus 6. Wie viel macht jetzt ein Tackle? Lass mich raten. Ja, das ist wahrscheinlich ein KP. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin chancenlos. Komm, Level 6, Doggetick. Ey, bitte, gib mir Aquaknarre, komm. Alles klar. Also, Geofisur wäre auch nice gewesen, aber wenn ich mich richtig erinnere, kann Geofisur nicht treffen, falls das Gegnerlevel höher ist als das eigene. Aber... ist natürlich eine nette Idee. Toxin, auch eine schöne Idee. Toxin, du weißt ungefähr, was man machen könnte. Nur irgendwie mangelt es dann in der Ausführung, weil der ist paralysiert. Du kannst ihn nicht vergiften. Intensität 8. Okay. Ich muss vielleicht einfach mal alles zurücknehmen, was ich über Toxin... Okay, nein, brauche ich nicht. Ich muss vielleicht alles zurücknehmen, weil die Attacken sind echt gut, die gerade rauskommen. Ja, sie machen leider trotzdem keinen Schaden. Und ich habe nur 10 AP und danach bin ich halt wieder im Arsch. Ja, Pfund bringt natürlich auch nichts. Das habe ich auch nicht erwartet. Oh, du nimmst aber auch entsprechend... Ja gut, das ist bei mir 6 oder so. Huch, wieso? Du hast das irgendeinen Grund aus dem Fenster rausgetappt. Deswegen war die Musik kurz weg. Keine Ahnung, was das Spiel gerade gemacht hat. Ich habe gerade nicht aufgepasst, welche Attacke ich eingesetzt habe. Aber sie hat Schaden gemacht. Kopnus. Macht natürlich ja nichts. Ich werde jetzt sogar fast überlegen, für Sandan Togetic drin zu lassen. Weil, hey, ich könnte Charme einsetzen und damit seinen Angriff minimieren. Ja, ich fürchte nur leider, dass Togetic dafür nicht lang genug leben wird. Deswegen lassen wir das mal lieber. Ich merke auch gerade, dass ich gleich einen Doppelkampf vor mir habe. Ich aber blöderweise... Oh, Felskopf, das ist natürlich nice. Bringt aber auch nichts. Also ich muss sagen, die Attacken, die gerade mit Metronom rauskommen, sind ganz nett. Okay. Damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Die Attacken, die mit Metronom rauskommen, sind gerade irgendwie ganz nett, nur leider reicht es einfach trotzdem nicht. Das ist jetzt ein bisschen auch natürlich dem geschuldet, dass Togetic massiv unterlevelt ist. Aber trotzdem, das ist deutlich besser, als ich erwartet habe. Kann natürlich bedeuten, wenn ich das bei Rocco nochmal versuche, kriegst du einfach beim ersten Mal sofort ein Finale als Ausgleich. Oder, naja, setzt so abwechselnd Heuler und Härtner ein. Unterbrochen von einem Platscher. Ja, Sandan. Die Gesteinsarena, die mehr Boden-Pokémon als Gesteins-Pokémon hat, nicht? Ich meine, gut, Kleinstein ist Gestein-Boden, aber trotzdem. Und Level... Level 11, ich bin so am Arsch.
Ich meine, eigentlich sehe ich da gar kein Problem. Wenn ich jetzt hier in der ersten Arena verliere, ist gut. Dann kann ich nämlich sofort von vorne anfangen und vielleicht habe ich beim nächsten Mal mehr Glück. Super. Nee. So, so. Ich krieg's nicht hin, dass ich gleichzeitig auf Stern schaue und. Kann ich vielleicht. Geht das? Es geht nicht, ne? Ich muss angreifen. Machen wir's so. Attacke! Heuler geht daneben. Ich schrei dich an und treff dich nicht. Ich hätte gerne eine physikalische Erklärung dazu, warum Heuler überhaupt daneben gehen kann. Hat der Gegner Oropax drin oder was? Das ist nur das Wahrscheinlichste. Ja. Das ist übrigens der Grund, warum man dieses Sand dann gerne hassen darf. Es spammt Heuler, es spammt Sandwirbel. Heuler-Spam ist noch okay. Kukuna spammt ja auch Härtner. Aber Sandwirbel-Spam, das ist halt so. Ich könnte jetzt irgendwie kämpfen, oder? Ich könnte ein Arschloch sein. Das ist halt der erste Trank. Aether zählt jetzt nicht, das muss ich nur leider machen. Aether ist jetzt kein Highlight-Item, finde ich. Ich schummel mir die Regeln jetzt im Zweifelsfall so, wie es sein muss. Ja, für den Doppelkampf muss ich jetzt halt irgendwie, ne? Ist das nicht ein Traum? Ich meine, keine Frage, ne? Wenn das jetzt hier mit dem Heuler einfach funktioniert, dass ich seinen Angriff weit genug in den Keller kriege, bin ich ganz gut auf der sicheren Seite. Aber ich habe halt immer noch dann keine Genauigkeit, muss rauswechseln und ich hoffe jetzt gerade einfach, wie so mehr oder weniger seinen Sandwirbel auszustolen. Also, dass er keine Sandwirbel AP mehr hat. Was witzig sein dürfte, weil das Ding hat wahrscheinlich 20 oder 30 AP. Ich weiß es nicht. Jedenfalls garantiert zu viel. Also, hey, nice. Ich freue mich. Heuler geht daneben. Ich merke halt, es wäre irgendwie. Es wäre dämlich, klar, aber es wäre auch irgendwie witzig. Ach, scheiße, er kann auch eigentlich Glas werden. Es wäre witzig, wenn Heuler irgendwie in Höhlen stärker wird, weil er das Echo noch mit dazukommt. Ich passe bloß die ganze Zeit nicht auf, wie oft ich jetzt schon Heuler eingesetzt habe. Es war nicht auch egal, weil es sowieso die ganze Zeit daneben geht. Und noch kann ich seinen Angriff scheinbar senken. Witzigerweise auch jetzt gerade, obwohl der Kampf bei Feuerrot gerade wesentlich kritischer eigentlich ist, achte ich wesentlich mehr auf Smaragd. Weil gleichzeitig einfach bei Feuerrot nichts passiert. Ich treffe ja eh nicht. Und da war der Crit. Das heißt, ich wechsle jetzt mal aus. Und hoffe einfach, dass das jetzt genug war. Ja, das ist ein guter Schaden. Und mit gut meine ich, ist es schön wenig. Das ist leider auch nicht viel. Und auch wieder ein Crit und Farbigel ist tot. Was tatsächlich... Moment mal, er hat jetzt gar keinen Nachahmer gelernt, der das heißt. Und da ist der Crit! Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt traurig sein soll, oder ob ich mir einfach so denken soll, bin halt eh am Arsch. Scheiße, ich habe nur noch 2 AP für Metronom. Gut, ich bin am Arsch. Doppelteam. Ja, toll. Wenn ihr jetzt so eine Attacke hättest, die du danach einsetzen kannst, wäre es geil. Ich benutze zwar selbst auch sau ungern Doppelteam, weil sich das so scheiße... Also, ich fühle mich halt richtig schlecht dabei, wenn ich sowas mache. Komm, Hydropumpen-Crit oder sowas. Hyperzahn. Tut's auch. Macht nur leider. Macht gar keinen Schaden.
Ah, schön. Ja. Part 3. Und schon verloren, glaube ich. Kann nicht weiter gesenkt werden. Achso, er ist schon auf Mine. Ja, dann würde ich mal sagen, Highlight Nummer 2. Das ist ganz gut. Ich habe nämlich danach nur einen Trank. Ich könnte mal, weil es jetzt eigentlich angebracht wäre, die Musik wechseln. Ich meine, das wird voraussichtlich der letzte Kampf sein, den wir machen. Ich gehe jetzt halt mal hier auf Route 116 und Pokémon fangen. Und da kommt der Sandwirbel schon wieder. Fick dich doch. Sandwirbel ist einfach dumm. Oh yeah, ein Crit. Das ist gut. Zumindest mache ich auch selbst mal Crit. Ach, scheiße, Fluffeluff. Ich meine, gut, ja. Jetzt, nachdem ich gerade Mystery Dungeon gespielt habe, wäre Knuddeluff irgendwie ein cooles Pokémon fürs Team, aber. Ich weiß nicht. Heißt nicht, dass ich begeistert bin. Weil ich nicht glaube, dass ich damit so viel machen kann. Fluffluff gefangen, yay. Und scheinbar kann Voltilam das echt noch reißen. Wenn jetzt nicht gleich ein Crit wieder von Sandern kommt. Musste ich meine Schnauze aufreißen? Ganz ehrlich, musste ich meine Schnauze aufreißen? Ein Highlight habe ich ja noch. Sein weicher und elastischer Körper ist sehr federnd, singt es mit voller Stimme, ändert sich seine Körperfarbe zu einem intensiven Pink. What the fuck? Letztes Highlight und sowieso der letzte Trank, den ich besitze. Apropos Trank, was liegt denn hier so? Schutz, sehr nützlich. Komm, Voltilam, du hast es fast geschafft, du musst es nur noch treffen. Ach ja, Sandwirbel, ich vergaß. Wir fassen und überlegen, einmal raus zu switchen auf Kokuna, nur um meine Genauigkeit zu resetten. Wahrscheinlich sind Sander mittlerweile die Katze ausgegangen oder so. Heilige Scheiße, ich hab's überlebt. Ach so, das war der Typ mit Lichtjahren, ja toll. Ich habe es überlebt, heißt in diesem Zusammenhang aber auch, dass ich mich jetzt echt entscheiden muss, will ich das überhaupt versuchen oder resette ich lieber von vornherein und gebe auf? Also einmal aufgeben, resetten, von vorne anfangen, weil das vielleicht einfach die bessere Idee. Ich sehe keine Chance gegen Rocco. Das bedeutet, ich könnte jetzt höchstens noch einen Haufen Zeit verschwenden, indem ich trainiere. Der Part hat absolute Überlänge wegen dem Scheißkampf gerade. Ernsthaft, ich kann jetzt natürlich trainieren gehen und dann beim nächsten Mal verrecken. Super. Ich habe keine Chance gegen Rocco. Das kann ich drehen und wenden, wie ich will. Ich habe keine Chance. Farbigel. Ich hatte ernste Bedenken, was dich angeht, weil, naja, Attacken zu kriegen ist nicht leicht mit dem Pokémon. Aber natürlich ist das alles vollkommen egal, denn das Einzige, was in einer Nuzlocke killen kann, sind Crits. Das ist nicht das Einzige, aber es ist leider immer noch der häufigste Fall einfach. Leider. Du warst tatsächlich Teil meines Plans gegen Rocco und jetzt stehe ich halt einfach sehr schlecht da. Mach's gut. Yay. Drei Pokémon. Eins davon absolut nicht kampffähig. Ein anderes eigentlich auch nicht. Und Voltilam, naja, eigentlich auch nicht. Könnte das nicht mal aufhören, Härtner zu spammen? Das ist gerade irgendwie ein bisschen uncool. Ich will nur den Part beenden. Aber ich will nicht im Kampf beenden, das ist halt auch dämlich. Mal sehen, wie viel Schaden. Okay, es ist Härtner, das ist gut.
Ja. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich tun soll. Also, ich bleib dabei. Smaragd sieht nicht so schlecht aus. Aber in Feuerrot, ganz ehrlich, ich werde mir gleich mal kurz ansehen, wie Roccos Team aussieht. Also, er hat einen Kleinstein, ich glaube sogar zwei Kleinsteins und einen Onyx waren es. Oder ein Kleinstein und Onyx, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ich sag's mal so, mit Glück kriege ich das Kleinstein weg. Nämlich mit Metronom. Das ist leider gerade echt die einzige Chance, die ich irgendwie sehe bei meinem Team. Und falls ich das schaffe, also selbst wenn ich das Kleinstein wegkriege, müsste ich das gleiche Glück nochmal für Onyx haben. Und da Metronom nur 10 AP hat, sehe ich das sehr schwarz. Und ich werde es echt überlegen, dass ich einfach sage, okay, ich gebe auf und fange von vorne an. Weil ich bin mir sicher, dass es nach dem nächsten Part sowieso der Fall ist, dass ich genau das tun muss. Und der nächste Part könnte genauso gut dann nur 5 Minuten lang sein, weil, naja, ich bei Rocco ankomme und direkt umkippe. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ja, wobei, versuchen muss ich's. Wahrscheinlich. Das ist so eine Zeitverschwendung, wenn ich jetzt alles auf Level 14 trainiere und dann bei Rocco einfach in 5 Minuten sterbe. Das ist so eine Zeitverschwendung. Ach, was soll's. Ich gehe jetzt eine halbe Stunde darüber philosophieren, was die bessere Entscheidung ist und werfe mir eine Münze. Bis dahin. Ciao.